wird langsam, Leute. Neue Wohnung, altes Vlog-Format, wir haben es bald wieder geschafft. Herzlich willkommen, Leute, zum Monolog mit einem Vampir an diesem Montag. Und wie ihr hört, halt es noch ganz schön in der Wohnung. Denn die Wohnung ist noch nicht besonders voll, beziehungsweise gerade dieses Zimmer hier ist sehr groß. Und ja, deswegen müssen auch noch einige Sachen rübergetragen werden. Wir sind jetzt erst rübergezogen, weil es sehr, sehr lange mit der Telekom gedauert hat. Hat Gott sei Dank jetzt funktioniert. Deswegen wird es jetzt nochmal einen kürzeren Vlog geben, aber wenigstens schon mal hier mit Kamera-Setup und Co. Die Wand hinter mir ist noch leer. Da soll auch noch einiges dran, beziehungsweise da kommt ein großer Greenscreen dran. Und ja, wir schauen einfach mal, dass wir das alles so hinbekommen, wie wir das geplant haben. Erstmal aktuell, TTT läuft weiter. TTT, die Folge mit Early, kam ja super an, wo Early den Goro getanzt hat. Das habe ich ja mit einem Lied zusammengeschnitten. Wer es nicht gesehen hat, sollte mal in die Folge von gestern schauen. Early Tanz Samba heißt die Folge, glaube ich. Lohnt sich auf jeden Fall. Kam gut bei euch an, hat mich sehr gefreut. TTT wird natürlich weitergehen und was gibt's noch? Counter-Strike. Counter-Strike mit den Jungs von Homer J wird natürlich weiterlaufen. Mein eigenes Counter-Strike kommt wieder. Call of Duty kommt immer mal so immer mal wieder. Call of Duty Multiplayer. Dann hätten wir natürlich noch Minecraft Rhythm Galaxy, Unholy Kingdom, Tech Town kommt so viel wie möglich ist, wegen Aufnahmezeiten, Aufnahmeterminen und Co. Auch das. Dann hatten wir The Flock aufgenommen mit Anne Grants und Shigo. Ein kleines Horror-Multiplayer-Spiel, was in Alpha war. Vielen Dank dafür. Da kommen auch noch zwei Parts, wenn ich mich nicht täusche. Und danach kommen schon wieder die nächsten lustigen Sachen. Auf jeden Fall auch da viel geplant. Und ja, wird auf jeden Fall ganz lustig werden. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? SkyQuest läuft ja momentan auch wieder, kommt auch. Borderlands wird wieder laufen, Early ist momentan im Urlaub. Wir müssen noch ein bisschen aufhören, das heißt, es kommen noch ein paar Parts, bis Early aus dem Urlaub wieder zurück ist. Habe ich irgendwas vergessen? Auf jeden Fall alles, was jetzt läuft, läuft weiterhin. Ich werde vielleicht in Far Cry 4 Multiplayer machen, wenn er gut ist. Also wirklich nur den Multiplayer. Ich backe den Singleplayer nicht. Vielleicht macht Maru das oder den Koop-Modus. Aber Multiplayer schaue ich mal rein. Wenn es überhaupt einen gibt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So ist ja schon morgen soweit. WoW, ja, läuft ja momentan einmal mit Chris von Pizmeat und Mr. Moore natürlich, Gardarol und Homer J, also Basti. Und natürlich das normale WoW-Projekt mit der Troubletown-Gruppe. Ihr könnt übrigens unserer Gilde beitreten. Wir sind auf Destroman und spielen Horde. Wer Bock hat, kann in unsere Gilde kommen, einfach einen von uns anschreiben oder hier in die Kommentare schreiben einen Namen, dann adden wir den und schauen, dass wir den irgendwie eingeladen bekommen, wenn er online ist. Ansonsten mich anschreiben, wenn ich online bin. Ich bin mit dem Charakter Sakero online. Akzente irgendwas auf dem A. Schaut einfach Who Troubletown, das ist einfacher. Wer davon online ist, kann immer einladen, einfach Bescheid geben. Das soweit zu WoW. Da wird hinterher, wenn wir Level 100 sind, auch noch PvP-Gameplay und Instanz-Raid-Gameplay kommen. Wollen wir mit 10 YouTubern raiden gehen, wird auch noch sehr lustig werden. Und ansonsten steht halt auch noch viel an dieses Jahr. So, das aber erstmal aktuelle Projekte zu Livestreams, wenn die Wohnung hier fertig ist, was ja da eigentlich das große Thema wird. Kommen wir in der Sonstiges-Kategorie. Wir springen jetzt einfach mal zur Community-Kategorie, auch wenn es ein bisschen kürzer wird als sonst, aber da schauen wir auch noch mal ganz kurz rein. Eigentlich wollte ich in der Community-Kategorie ja die Fragen der letzten drei Folgen vorlesen. Das werde ich auch noch machen, nur leider noch nicht diese Woche. Ich war bis kurz vor damit beschäftigt, irgendwas mit dem Hall zu regeln. Konnte mich deswegen noch nicht vorbereiten, wollte aber mal wieder ein Vlog machen, war mir jetzt mal wichtig. Und ja, auf jeden Fall, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Die Fragen werde ich auch noch alle beantworten. Jetzt wollte ich nur darauf eingehen, es gibt noch zwei Best-Offs. Einmal von der guten Obi Summer. Die hat mir schon vor langer Zeit ein Best-Off geschickt. Und das wird auch noch kommen. Da wird auch noch ein Winter-Special allgemein im Dezember kommen. Da ist noch viel geplant. Ist ja bald schon. Ein Weihnachts-Special, Troubletown-mäßig, oder über den Dezember weg. Lustige Projekte. Wird sehr geiler Monat werden. Dann hat der Rolli noch ein Special vorbereitet. Er hat es jetzt hochgeladen. Er wird es mir nochmal schicken und zeigen. Das wird auch noch kommen. Es muss das alles nur unterbringen. Genauso wie die Gamescom-Videos, die Steam-Box und alles Mögliche.
Ja, es ist noch so viel zu tun. Und ja, eure Fragen habe ich nicht vergessen, werden auf jeden Fall noch beantwortet werden. Ansonsten bin ich sehr froh, ich freue mich immer über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Bei TTT kommen die meisten Kommis mit bei rum. Bei Minecraft sind es dann eher weniger. Und es ist zwar ein bisschen schade, weil man so halt dann denkt, oh gut, das Spiel interessiert die Leute vielleicht doch nicht mehr. Aber müssen wir durch. Dafür haben wir ja so viele Spiele. Es ist immer ein bisschen schwer. Es wäre einfacher, wenn man weniger Videos hat, dann verteilen sich die Leute auf die wenigen Videos als auf die ganz vielen Videos. Ist aber nicht schlimm. Wir machen soweit weiter. Aber nur wissen, ich freue mich wirklich über jeden Kommi, der existiert. Ich lese sie alle. Und ja, ich freue mich halt immer, wenn es was zu lesen gibt. Ja, Fragen habe ich auf jeden Fall alle nicht vergessen, werden alle noch beantwortet werden. Wie gesagt, wer in die Gilde von WoW möchte, einfach einen anschreiben. Counter-Strike-Turnier ist noch geplant und Community-Sachen sollten wir eher in einer sonstigen Sektion ansprechen. Denn da gibt es noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall wollte ich euch hier nur sagen, es werden noch Specials kommen von Zuschauern und vielen, vielen Dank an die ganze Arbeit, die da reingesteckt wurde, immer in die Best-ofs. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Da hatten wir schon das CDT-Best-of, das ist ja schon online. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann jetzt weitergeht, dass wir das auch alles unter einen Hut bekommen. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder die Fragen und dann sollte die Wohnung auch voller sein, dann hoffe ich, dass der Hall auch weg ist. Und dann haben wir es wirklich endlich geschafft. Ist ein bisschen schwer, die ganzen Aufnahmen inklusive Umzugsstress und so weiter, alles immer unter einen Hut zu bekommen. Ist gar nicht so einfach. Wir sehen uns in der Sonstiges-Kategorie. Die sonstiges Kategorie, was möchte ich eigentlich ansprechen? Ja, es geht diesmal wirklich um die Livestreams. Wir haben ja, wie gesagt, eine neue Wohnung und damit auch mehr Platz. Jetzt hat man Schigor nicht mehr doppelt im Hintergrund und so weiter und so fort. Und ja, es wird gestreamt, bald, öfter, jetzt demnächst, dieses Jahr noch. Wenn die Wohnung hier fertig ist, alles eingerichtet ist, wenn der Greenscreen da ist und so weiter und so fort, dann geht es hier richtig los. Platz ist Unmengen da. Konsolen werden noch alle aufgebaut. Es wird noch eine Roomtour geben. Eine echt coole. Also ich hoffe, ich kriege mein Zimmer diesen Monat noch fertig, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wird aber eine sehr geile Aktion werden. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, dann gibt es auch die Roomtour und dann zeige ich euch einfach mal meine komplette Sammlung an Games und alles, was dazugehört. Und es werden wieder Real-Life-Videos kommen. Wir wollen jetzt mit Vita, Vedemis, Grants, Shigo, Magic aufnehmen. Die neuen Commander-Decks sind ja erschienen. Wer mich auf Instagram followt, der hat das ja schon mitbekommen, dass ich da ein Bild gepostet habe. Und ja, es ist halt unglaublich viel geplant. Mehr kann ich nicht sagen. Es werden Streams mit euch geplant sein, wo ihr mitspielen könnt, also aktiv mitspielen könnt, Projekte sozusagen mit euch während des Livestreams. Und ach, das ist so, ich kann es gar nicht momentan zusammenfassen, was da noch alles kommt. Left 4 Dead kommt übrigens wieder. Es kommt ein Livestream-Minecraft-Projekt, wo ihr auch mitwirken könnt, aber das ist noch ganz weit in Planung. Und ja, ansonsten Counter-Strike-Matches, TTT und was weiß ich nicht, wer eine Wii hat, Smash Bros. Oder Mario Kart und ach, Leute, jetzt bald, wenn die Wohnung fertig ist, geht's richtig rund. Deswegen entschuldigt nochmal diesen kurzen Vlog. Wir müssen uns wieder an die Arbeit machen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!